Erst einmal einen wunderschönen guten Morgen hier aus Köln. Mein Name ist Lukas Schmalzing. Ich bin Consultant bei der OTS AG und werde Sie durch die Webinarreihe zur OTS 8 durchführen und Ihnen da mal so ein paar verschiedene Funktionen zeigen, was wir machen können. Heute am ersten Tag werden wir uns einmal anschauen, wie wir das ganze System, also was alles neu ist in der neuen Version in der Achter, was es da so für Unterschiede gibt, vielleicht auch zur vorigen Version, und werden so ja einen ersten Überblick über das neue System bekommen. Gut, ansonsten würde ich sagen, starten wir direkt. Wie ich schon gesagt hatte, OTRS 8, die neue Version, was gibt es da denn so Neues, beziehungsweise was gibt es Wissenswertes? Das mit Besonderste an unserer neuen Version ist die Dynamik, das heißt, dass eben alles in Echtzeit funktioniert und wir sehr viel Wert darauf gelegt haben, dass eben Daten dynamisch geladen werden. Ein gutes Beispiel dafür ist, dass wir inzwischen alles in einem One-Pager haben. Das bedeutet, wir haben nicht mehr wie in früheren oder vorherigen Versionen entsprechende Pop-ups, die erscheinen, wo man dann vielleicht auch mal ganz schnell daneben klickt und dann aus Versehen wieder das Fenster suchen muss. Inzwischen arbeiten wir da mit sogenannten Flyouts, das heißt von links nach rechts fliegen entsprechende Fenster rein, genauso hier an den Seiten. Also da ist alles quasi an der Stelle neu. Wenn wir uns einmal einloggen, das heißt, wenn wir zum Interface kommen, um uns eben einzuloggen, sehen wir auch dort, dass wir eine kleine Veränderung haben. Das heißt, wir müssen einmal, das Ganze ist auch da ein bisschen dynamischer geworden. Wenn ich mich entsprechend anmelde, dann laden die Daten dynamisch rein. Es ist einfach eine andere Ansicht an der Stelle. Grundsätzlich ist diese neue Version sehr getrimmt auf Individualität. Das heißt, wir haben hier sehr viele neue Anpassungsmöglichkeiten als Agent. Wir können jede Ansicht selbst konfigurieren. Da werde ich auch gleich noch was zu zeigen. Erstmal will ich Ihnen gerne so einen groben Überblick generell über den Seitenaufbau hier geben. Wir haben auf der linken Seite die persönlichen Einstellungen, den persönlichen Bereich hier oben links beim entsprechenden Avatar. Wir haben darunter den sogenannten Organizer, also das ist dieser Seitenbereich hier. Im Header-Bereich haben wir die Toolbar und die ist auch eben ganz neu strukturiert, um eine intuitive Bedienung zu fördern. Das bedeutet, wir haben hier oben links ein sogenanntes Burger-Menü. Das ist neu, das heißt, wir haben alle Menüs und Reiter, die wir vorher hatten, entsprechend neu kategorisiert und eben hier aufgelistet. Dann haben wir die Notification Bell hier für, ja, also die Benachrichtigungsglocke für jegliche Benachrichtigung im System selbst. Wir haben die Suche, hinter der eine Elasticsearch liegt, und auch ganz neu ist das Aktionsmenü. Das Aktionsmenü gibt uns die Möglichkeit, Aktionen direkt auszuführen. Das bedeutet eben nicht mehr, beispielsweise, wenn wir jetzt hier das Burger-Menü einmal aufmachen, müssten wir ja erstmal vielleicht eine Aktion suchen und manchmal sind wir einfach schneller, wenn wir nicht über das normale Burger-Menü gehen, sondern wir wissen direkt, wir wollen eine Aktion ausführen, etwas hinzufügen zum System, zur Datenbank. Dann können wir das eben ganz komfortabel über dieses Aktionsmenü tun, wo wir dann eben nur Aktionen aufgelistet haben und nichts anderes. So, ich würde jetzt auch direkt einmal anfangen und einen neuen Telefonanruf entgegennehmen. Auch hier sehen wir wieder, ist die Maske etwas neu gestaltet. Wir haben hier jetzt verschiedene Formulare, wo wir Eingaben tätigen können. Ich mache jetzt ganz gerne mal mit Ihnen einen Beispielfall. Und zwar hat uns der Karl Customer angerufen, das ist einer unserer Kunden, und der hat jetzt ein Druckerproblem. Das heißt, er hat sich gemeldet und eben gemerkt, dass sein Drucker nicht mehr funktioniert und möchte jetzt entsprechend Unterstützung von uns. Das bedeutet, ich wähle jetzt hier erstmal, klassifiziere den Typ. Wähle natürlich den Karl Customer dann auch als entsprechenden Kundenbenutzer auf. Wir wählen die entsprechende Queue. Das ist in dem Fall IT Service Desk.
Und ich trage mich selber auch direkt mal als Besitzer des Tickets ein, damit ich auch alle Zugriffsmöglichkeiten habe und Ihnen da alle Aktionen dann im Ticket zeigen kann. In dem Fall als Service hinterlege ich User Management. Das sind jetzt sehr allgemein gehaltene Services. Das geht natürlich auch noch viel detaillierter. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Drucker-Service hätten, könnten wir den auswählen. SLA, da es jetzt nichts Unternehmenskritisches ist oder generell etwas sehr Dringliches, lasse ich den jetzt mal außen vor und hinterlege den entsprechend nicht. Und schreibe jetzt hier eben wie gewohnt meine Meldungen. Das heißt, ein weiterer Punkt, den wir hier in UTS 8 neu haben, ist, dass wir hier beispielsweise mehrere E-Mail-Adressen noch hinzufügen können, von der diese Meldung gekommen ist. Und eben, wie gesagt, ich würde jetzt hier einmal schreiben, Drucker funktioniert nicht mehr. Und jetzt sagen wir einmal, was denn der Customer uns am Telefon gesagt hat. Beispielsweise, hallo, liebe IT-Abteilung. Seit gestern funktioniert mein Drucker nicht mehr. Bitte um Unterstützung. Freundliche Grüße, Karl Customer. So. Jetzt haben wir hier wie immer noch die Möglichkeiten, Anhänge zu hinterlegen. Wir könnten natürlich auch, sofern hinterlegt, direkt Textvorlagen hier einfügen. Das ist aber alles, denke ich, auch schon bekannt aus vorherigen Versionen. Die Zeiteinheiten können erfasst werden. Ich habe jetzt für diesen Telefonanruf beispielsweise 15 Minuten direkt gebraucht. Und jetzt sehen wir hier unten eben auch in einer neuen Anzeige die Informationen über den Kunden. Das bedeutet, A, einmal statistisch gesehen, was gibt es Neues, beziehungsweise was hat der Kunde in der Vergangenheit schon an geschlossenen Tickets und eben im Sinne von, was gibt es Neues, welche offenen Tickets gibt es bereits beim Kunden. Da können wir dann auch nochmal in die Historie reingucken, wenn wir etwas weiter runterscrollen. Das heißt, sehen einmal vom Kundenbenutzer, also entsprechend vom Karl Customer die entsprechenden Tickets und in der Kundenhistorie eben die des Kunden. Also dann entsprechend in dem Fall die Example included. Außerdem haben Sie jetzt hier auch neu die Short-Aktion. Das bedeutet, Sie können direkt von hier aus den Kundenbenutzer bearbeiten. Sie könnten zum Kundenbenutzer direkt reingehen. Sie können ein Telefonticket noch erstellen oder ein E-Mail-Ticket in einem separaten Tab. Außerdem haben Sie die Social Links hier hinterlegt, über die Sie dann eben auch eine entsprechende Social Media Integration in OTS realisieren können. Gut, ich erstelle jetzt einmal das Ticket. Und so sieht das Ganze dann in der neuen Ansicht aus. Was reden wir erstmal ganz kurz über diese sogenannte Business Object Detail View, also das heißt diese Ticketansicht. Wie ist das Ganze aufgebaut? Wir haben hier oben links immer das Verzeichnis, in dem wir uns befinden. Das heißt, vom Home-Verzeichnis sind wir nun im Ticket Drucker funktioniert nicht mehr. Das ist der entsprechende Titel. Dann haben wir hier oben rechts das Configuration Zahnrad. Das bedeutet, da können wir eben entsprechend hier Konfigurationen von den Layouts vornehmen. Werde ich gleich was zu sagen. Das ganze Layout ist nämlich aufgebaut aus sogenannten Widgets. Also das heißt, diese hier einklappbaren Felder nennen sich Widgets und geben uns eben die Möglichkeit, entsprechend eigenständige Konfigurationen vorzunehmen. Das bedeutet, ich kann jetzt einmal hier hingehen und beispielsweise sagen, ich möchte dieses Layout, in dem ich mich gerade befinde, konfigurieren. Das mache ich dann über das Zahnrad. Wie ich es ja gerade schon angesprochen hatte, wir haben mehrere Layouts. Das bedeutet, wir befinden uns hier gerade in der einseitigen Ansicht. Es gibt aber auch die zweispaltige Ansicht. Das heißt, dann ist es auf zwei Spalten quasi verteilt in der Mitte. Und wir haben die dreispaltige Ansicht. Dann ist es eben entsprechend in drei Spalten sortiert. Also alle Widgets werden dann entsprechend in die Anzahl der Spalten eingeordnet. Und genau das können wir eben über das Zahnrad konfigurieren. Das bedeutet, welches Widget steht in welcher Ansicht zur Verfügung. Wenn ich da einmal draufklicke, dann können Sie das auch ganz schön sehen. Ich kann hier wieder das Layout auswählen, was ich gerne bearbeiten möchte. Beispielsweise eben das einspaltige Layout, das zweispaltige Layout oder eben das dreispaltige Layout, was Sie ja gerade schon gesehen hatten.
und kann jetzt hier auch meine Widgets so anordnen, wie ich sie haben möchte. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel sage, am meisten interessieren mich die verlinkten Objekte an einem Ticket, ist das gar kein Problem inzwischen, denn dann kann ich einfach hingehen und die linked Objekte, also die verlinkten Objekte, nach ganz oben sortieren. Dort eben, wo ich sie haben möchte. Sie sehen auch hier wieder, das Ganze ist sehr dynamisch. Das bedeutet, wir haben da eine schöne Ansicht im Sortieren unserer Widgets und können dadurch eben schön intuitiv das Ganze hier bedienen. Ansonsten können wir hier unten über das Plus-Symbol auch Widgets hinzufügen. Das heißt, beispielsweise können wir hier Widgets, die wir selbst erstellt haben, beziehungsweise die es eben, die noch nicht hier hinzugefügt wurden zum entsprechenden Screen, anfügen, sodass wir eben weitere Widgets zur Verfügung haben. Das funktioniert auch hier wieder in den verschiedenen Layouts. Das bedeutet, wenn ich jetzt in der zweispaltigen bin, kann ich dann entscheiden, will ich es auf der linken oder rechten Seite einfügen oder eben beim dreispaltigen links, Mitte, rechts. Außerdem können Sie Widgets mehrfach hinzufügen. Das bedeutet, Sie können in der neuen Version eben auch Widgets mehrfach hinzufügen mit entsprechenden Filtern. Das bedeutet, Sie können unterschiedliche Anzeigen sich generieren. Das werde ich auch gleich einmal zeigen. In den, zum Beispiel bei dem Kommunikationskompaktansicht und haben dadurch eben die Möglichkeit, sich Widgets mehrfach anzuzeigen mit unterschiedlichen Daten, also das heißt unterschiedlichen Listen entsprechend. Wenn Sie sich jetzt beispielsweise etwas, ja, ich sag mal, verbaut haben in Ihrer Widget-Konfiguration und hier zu wild rumsortiert oder auch vielleicht aus Versehen irgendein Widget rausgelöscht haben, wo Sie gar nicht mehr wissen, welches Sie jetzt gerade gelöscht haben, ist das gar kein Grund zur Panik, denn Sie haben jederzeit die Möglichkeit, die Ansichten, also das Layout, zurückzusetzen über diesen Button hier und dann kommen wir wieder auf die Standardkonfiguration. Was gibt es sonst noch hier zum Seitenaufbau zu sagen? Wir haben oben links das Aktionsmenü, welches uns die Möglichkeit gibt, eben Ticketaktionen zu performen. Die werde ich jetzt, auf die werde ich mich auch gleich konzentrieren und den Großteil der Zeit dafür investieren, um die einmal mit Ihnen durchzugehen und eben auch zu zeigen, wie sie funktionieren. Wir haben auch neu die Scroll-to-Function, also das Scrollen zu, was uns die Möglichkeit gibt, zu einzelnen Widgets eben direkt zu springen. Das bedeutet, wenn wir jetzt sehr viele Widgets in einer Ansicht haben, können wir diese Scrollen-zu-Funktion nutzen und beispielsweise direkt runter zu den Anhängen springen. Dann haben wir auch die Möglichkeit, wenn wir jetzt beispielsweise über die verschiedenen Ansichten gehen, dass wir hier rechts diesen Side-Stripe noch uns ein- und ausblenden lassen können. Der Sidestripe ist dafür da, uns anzuzeigen, wer schon in diesem Ticket involviert wurde. Das ist dann mit einem entsprechenden Stift wird das angezeigt. Oder wer auch dieses Ticket beispielsweise beobachtet. Das bedeutet, Sie können jederzeit einsehen, wer schon in dieses Ticket involviert war und irgendwelche Aktionen vorgenommen hat, aber auch eben, wer es beispielsweise beobachtet oder sonstige Tätigkeiten vorgenommen hat. Das heißt, jeder Agent, der in dem Ticket entsprechend involviert ist oder involviert war, wird hier angezeigt, sowohl live als auch eben, wenn es aktuell nicht live im Ticket ist. Das bedeutet, Sie können nun auch eben über diesen Sidestripe sehen, wer aktuell gerade im Ticket arbeitet oder es sich anschaut. Und das ist natürlich auch eine neue Funktionalität hier in der OTS 8. Ansonsten würde ich jetzt einmal mit den Ticketaktionen starten. Die Ticketaktionen geben Ihnen eben die Möglichkeiten, wie es der Name schon sagt, am Ticket Aktionen zu performen, also auszuführen. Das heißt, die beziehen sich aufs gesamte Ticket, während sich natürlich die Artikelaktionen, zu denen wir auch noch kommen werden, nur auf die entsprechenden Artikel beziehen. Fangen wir einmal an und fügen eine Notiz hinzu. Das heißt, jetzt ist mir im Nachhinein angefallen, dass der Karl Customer mir am Telefon noch gesagt hat, dass sein Druckertreiber aktuell auf der Version 5.01 ist. Und das habe ich vergessen, im Ticket zu notieren, da wir ja ein entsprechend
eine rechtskonforme, an der Stelle eine rechtskonforme Datenhaltung haben, können wir natürlich nicht vergangene Artikel bearbeiten, sondern müssen eben entsprechend hier dann eine weitere Notiz hinzufügen, beispielsweise Drucker, Treiber, Version und sagen dann hier, er hat aktuell die 5.0.1 vom HP Laser Jet im Einsatz. Laser Jet 500, sage ich mal. So. Auch hier haben wir wieder die Möglichkeit, beispielsweise Anhänge hinzuzufügen. Wir können Zeiteinheiten hinterlegen und auch eben markieren, ob dieser Artikel sichtbar für den Kunden sein soll oder nicht. In dem Fall möchte ich jetzt nicht unbedingt, dass der Kunde sieht, dass ich vergessen hatte, das einzutragen. Deswegen lasse ich den Haken hier raus. Ich könnte den Artikel auch noch als wichtig kennzeichnen. Das werde ich auch gleich nochmal präsentieren, wenn wir bei den Artikelaktionen sind. Für den Moment, ich will das Ganze auch nicht als Entwurf speichern und nachher noch weiter bearbeiten, sondern ich will das jetzt gerne erst bei dem Ticket hinzufügen. Deswegen klicke ich hier auf Senden. Jetzt sehen wir, wurde hier eine neue Notiz erstellt, ein neuer Artikel. Und durch die ja leicht bläuliche Hinterlegung sehen Sie auch im Betreff, dass es sich um einen internen Artikel handelt. Das bedeutet, dass der Kunde diesen nicht sehen kann. Wir kommen jetzt nämlich auch schon direkt zu einem unserer neuen Widgets hier, und zwar dem Kommunikationsfluss. Der Kommunikationsfluss ist in der OTS 8 auch neu. Das heißt, hier haben wir die Möglichkeit, entsprechend uns den ganzen Ticketverlauf in einer Art Chat oder anzeigen zu lassen, beziehungsweise in der Darstellung auszugeben. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier weitere Aktionen hinzufüge, zum Beispiel jetzt sende ich einmal einen oder mache einmal einen ausgehenden Telefonanruf. Das heißt, ich sage jetzt hier entsprechend warten zur Erinnerung beispielsweise. Ich möchte dem Kunden nochmal eine Rückfrage stellen. Das bedeutet, Drucker an. Ausgeschaltet. Ich möchte jetzt einmal ihn fragen, ob er auch schon versucht hat, den Drucker einmal aus und anzuschalten. Der Klassiker in der IT. Das heißt, ich wähle jetzt hier diese Kriterien aus, schreibe eben dann auch in Ansicht, als würde ich gerade mit ihm telefonieren. Hallo, Herr Customer. Haben Sie bereits versucht, den Drucker einmal aus und wieder anzuschalten. Viele Grüße, Marco. So, und hinterlege hier jetzt wieder Zeiteinheiten, die dann auch eben am Ticket verbucht werden. Jetzt haben wir auch noch die Möglichkeit, beispielsweise zu sagen, ich nehme jetzt eine weitere Aktion. Zum Beispiel eine ausgehende E-Mail und möchte jetzt gerne an den HP-Support, sagen wir mal. Ich nehme jetzt hier die No Reply, damit wir da auch nichts auslösen entsprechend. Eine Nachricht zu schreiben, zum Beispiel eine ausgehende E-Mail, damit ist jetzt eben wichtig, nicht gemeint an den Kunden, sondern die ausgehende E-Mail ist dafür gedacht an einen Drittanbieter, beispielsweise einen Distributor oder einen Händler, Hersteller, wem auch immer, eine Nachricht zu senden, die der Kunde auch nicht unbedingt sehen soll. Das sehen Sie allein daran, weil das Anfeld beispielsweise nicht vorbelegt ist. Das bedeutet, die ganzen Felder werden entsprechend vorbelegt, sofern sie sich in der richtigen Aktion befinden. Hier eben nicht vorbelegt, da es an einen externen Anbieter geht. Und jetzt schreibe ich hier aktuelle Drucker-Version beispielsweise. Und sage nun, guten Tag. Wie lautet die aktuelle Drucker-Treiber-Version des LaserJets 500? So. Und Sie sehen auch hier, es ist nicht für den Kunden sichtbar. Ich könnte das sichtbar machen, möchte ich jetzt aber nicht machen, sondern ich sage jetzt einfach senden an der Stelle und habe damit
jetzt eine weitere E-Mail rausgesandt, eben ganz wichtig, nicht an den Kunden, sondern an eine dritte Partei. Das bedeutet da an der Stelle eben bitte bedenken, das ist nicht dafür gedacht, um mit dem Kunden zu kommunizieren, sondern eben um entsprechend mit einem Drittanbieter das Ganze zu kommunizieren. So, gehen wir einmal weiter in den Ticketaktionen. So, die Kommunikationsanzeige, denke ich, haben wir jetzt abgehakt. Wir können natürlich wie gewohnt auch unser Ticket sperren und entsperren zur Bearbeitung vor anderen Agenten. Das heißt, Sie sehen jetzt auch hier, wir haben das Ticket entsperrt. Das Ganze wird auch eben dynamisch geladen. Hier sehen wir auch, wir haben, wie viel Zeit wir inzwischen verbucht haben. Und wir haben eben die Möglichkeit hier, weitere Aktionen durchzuführen, wie beispielsweise die Daten nochmal am Ticket anzupassen, den Titel, den Typ, Service, SLA, über die freien Felder. Wir können Tickets mit anderen Tickets zusammenführen. Wenn ich da gleich noch was Zeit haben werde, werde ich das auch einmal präsentieren. Wir haben die Möglichkeit, Termine zu den Tickets hinzuzufügen. Das wird wahrscheinlich in einer anderen Sitzung nochmal, wenn wir uns das Kalendermodul anschauen, im Detail beleuchtet werden. Das heißt, wir können natürlich wie immer die Ticket-Termine entsprechend dann auch mit dem Ticket verlinken und haben da Schnittstellenmöglichkeiten. Wir haben die Möglichkeit, das Ticket abzuschließen. Das heißt, entsprechend zu sagen, Problem ist gelöst, erfolgreich geschlossen oder erfolglos, wenn wir es eben nicht lösen konnten. Und was eben auch an der Stelle vielleicht besonders ist, wir haben hier die Objekte-Verknüpfen-Funktion, die uns die Möglichkeit gibt, jegliche Objekte am entsprechenden Ticket zu verknüpfen. Das heißt, auch dieses Menü ist neu. Wir haben die Möglichkeit hier auszuwählen, erstmal, was für eine Art von Objekt möchten wir gerne am Ticket verknüpfen. Soll es ein Configuration-Item sein, ein Termin, ein Ticket oder ein Wissensdatenbankartikel und eben auch da wieder die Möglichkeit dann auszuwählen aus den verfügbaren Elementen, den sogenannten Business Objects. Und da ist auch eben ganz schön, wir haben jetzt hier die Filtermöglichkeit. Das heißt, Sie haben nicht nur die Möglichkeit, Filter hinzuzufügen, beispielsweise Sie wollen sich nur Artikel anzeigen lassen, die von Besitzer, also von mir sind beispielsweise. Das heißt, auch hier funktioniert das Ganze dynamisch, sondern Sie haben auch die Möglichkeit, Filterlisten hinzuzufügen, also sogenannte Filtervorlagen. Das heißt, ich kann jetzt hier zum Beispiel sagen, bitte zeigt mir doch nur grundsätzlich die Tickets an, die geschlossen sind. Und kann das jetzt als eine Filtervorlage speichern. Das heißt, ich kann jetzt hier zum Beispiel auf Neu klicken, sagen, geschlossene Tickets, speichere das und habe das dann eben als Filtervorlage geschlossene Tickets gespeichert und kann die dann eben entsprechend in Zukunft auswählen. Da kann ich natürlich noch weitere Kriterien hinzufügen, beispielsweise, dass die Ticketsperre, wenn ich den Filter nochmal rausnehme und ich nehme jetzt hier beispielsweise den Status der Sperre, dann sehen wir hier zum Beispiel, wenn ich sage frei oder eben gesperrt, dass das Ticket entsprechend frei sein muss, damit es mir angezeigt wird. Das heißt, hier fragt er mich jetzt, es gibt Änderungen, die Sie noch nicht gespeichert haben. Möchten Sie das Ganze aktualisieren? Da sage ich jetzt natürlich ja und habe dann eben entsprechend meine Filtervorlage mit den neuen Kriterien gespeichert. So. Schauen wir uns die weiteren Aktionen an. Wir haben natürlich die Möglichkeit, das Ticket in eine andere Queue zu verschieben. Das heißt, hier können wir dann eben auswählen, in welche Queue soll es denn gehen und das Ticket dann beispielsweise an den Second Level weiterleiten. Ich denke, diese Funktionen sind bekannt. Wir haben die Möglichkeit, die Wartezeit nochmal einzustellen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, der Kunde hat uns nicht geantwortet, wir warten aber trotzdem oder wollen das Ticket weiterhin auf den Wartenstatus stellen, dann haben wir eben über dieses Menü die Möglichkeit, dies zu tun und auch zu entscheiden, möchten wir jetzt einen Artikel hinzufügen zum entsprechenden Ticket oder eben nicht. Durch diesen quasi Smart Switch. Gut. Ansonsten haben wir noch, ja gut, Priorität ändern, denke ich, ist klar. Gibt uns die Möglichkeit zum Beispiel zu sagen, na, so wichtig ist das Druckerproblem jetzt nicht, deswegen priorisieren wir es einmal als niedrig. Wird hier natürlich auch direkt angezeigt.
Und somit haben wir eben eigentlich alle wichtigsten Ticketaktionen behandelt. Besitzer ändern, Kunden ändern, gibt uns eben nochmal die Möglichkeit, den Besitzer anzupassen am Ticket. Das heißt, wenn wir es jetzt einem anderen Agenten zuweisen wollen, können wir das hierüber tun. Oder aber, wenn wir einen anderen Kunden hinterlegen möchten, dann können wir das eben auch tun. Wenn ich jetzt beispielsweise mir mal eine Liste durch den doppelten Stern ausgeben lasse von allen verfügbaren Kundenbenutzer, könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte den hier anpassen und hatte mich vertan. Es war nicht der Customer, der angerufen hatte, sondern die Erika Musterfrau beispielsweise. Was gibt es sonst noch? Wir haben die Möglichkeit, uns die Historie anzeigen zu lassen an einem Ticket. Das heißt, hierüber sehen wir jegliche Aktionen, die am Ticket ausgeführt wurden. Das ist wie eine Art Logfile des Tickets, das uns eben die Möglichkeit gibt, einzusehen, was hier so gemacht wurde. Und auch hier können wir eben entsprechend filtern. Das bedeutet zum Beispiel sagen, wir möchten einmal danach filtern, Sperre, nach der Sperre und sehen jetzt eben, wann die Sperre aufgehoben wurde oder wann das Ticket gesperrt wurde. Als Beispiel. Immer natürlich auch, welcher Agent es war, zu welcher Uhrzeit es passiert ist. Das heißt, hier haben wir über die Historie sehr viele Möglichkeiten, über das Ticket zu erfahren, wie es eben sich entwickelt hat im Laufe der Zeit. Dann die Ticket-Drucken-Funktion, die wollte ich als letztes zeigen, denn hieran kann man ganz schön den Unterschied zwischen Ticket-Aktion und Artikel-Aktion sehen. Wenn ich jetzt einmal Ticket-Drucken entsprechend klicke, wird mir hier ein PDF generiert, was mir dieses Ticket dann anzeigt in einer entsprechenden PDF-Ansicht. Hier sehen wir die allgemeinen Ticket-Daten sowie alle dem Ticket hinzugefügten Artikel. Wenn ich das jetzt einmal vergleiche mit den Artikel-Funktionen, beziehungsweise Artikelaktionen, dann sehen Sie, wenn ich jetzt beispielsweise den ersten Artikel auswähle und hier eben auf Drucken klicke, dass mir wieder ein PDF generiert wird, dieses Mal aber nur eben mit diesem Artikel 1. Das bedeutet natürlich, die normalen Ticketdaten sind da, die allgemeinen, und ansonsten wird aber eben nur der spezifische Artikel ausgedruckt, also mit dieser Aktion entsprechend angesprochen. Das heißt, über die Artikelaktionen können Sie eben Aktionen ausführen, die sich auf den bestimmten Artikel beziehen, im Gegensatz zu den Ticketaktionen, die sich aufs gesamte Ticket, demnach alle Artikel beziehen. Ich hatte ja eben schon angesprochen, neu ist auch hier dieser Kommunikationsfluss für die alten OTS-Hasen, die schon lange mit dem System arbeiten und jetzt sagen, ha, wo ist denn der die Kommunikation kompakt in meiner schönen Artikelübersicht, so wie ich das früher hatte, das brauche ich doch, ist natürlich auch kein Problem. Über das Zahnrad haben wir ja die Möglichkeit, hier Widgets hinzuzufügen und somit können wir natürlich auch sagen, wir wollen unsere Kommunikation kompakt wieder haben, ordnen die uns dann entsprechend oben an über den Kommunikationsfluss und habe damit dann auch eben meine alte Artikelübersicht, so wie ich sie kenne aus dem vorherigen System. Aber ich möchte jetzt ganz gerne, weil wir ja hier sind, eben gerade in dem Webinar, was gibt es Neues in OTS 8, einmal den Kommunikationsfluss behandeln. Das bedeutet, wie ich ja eben schon mal kurz ausgeführt hatte, das Ganze ist wie eine Art Chat aufgebaut. Das heißt, wir sehen quasi den Verlauf im Ticket der einzelnen Artikel von links nach rechts. Das bedeutet eben die Kommunikation durch den Kunden, wiederum durch uns als Agenten. Wenn ich jetzt beispielsweise nochmal einen eingehenden Telefonanruf hinzufüge, zum Beispiel Kunde hatte weitere Informationen, dann können wir zum Beispiel hier sagen, Hallo IT. Der Drucker funktioniert nicht mehr, seitdem es Probleme mit unserem Netzwerk gibt. Beispielsweise freundliche Grüße, Karl Customer. Das jetzt hier einmal hinzu. So, dann sehen wir hier jetzt nämlich ganz schön diesen Verlauf. Er hat die ursprüngliche Anfrage gestellt, dann haben wir darauf geantwortet, das Ganze eben behandelt,
mit unseren verschiedenen Systemen. Und er hat dann eben auch wieder hier geantwortet. Das heißt, ist auch wieder entsprechend eingegangen. Und so sehen wir dann eben schön, wie wir es aus anderen Programmen vielleicht kennen, mit Chatverläufen, dass wir eben hier diese ganze Artikelhistorie sehen und dann eben auch die Möglichkeit haben, nicht nur uns das in dieser kompakten Ansicht anzeigen zu lassen. Zum Beispiel hier bei der E-Mail sieht man das ganz gut. Da ist das einfach ein zu großer Textblock, um das so in einem kleinen Chat vielleicht anzeigen zu lassen. Auch das ist kein Problem. Einmal draufklicken und das Ganze wird ausgefahren als etwas größerer Artikel. Haben wir auch hier wieder die Möglichkeit, die Überschriften ein- und auszublenden oder eben den ganzen Artikel wieder einzuklappen. Wenn wir ihn dann ausgeklappt haben, sehen wir auch hier ja die verschiedenen Artikelaktionen. Wir könnten ihn jetzt zum Beispiel antworten via Notiz. Das heißt, hier würden wir dann entsprechend, wenn ich jetzt einmal auf die Notiz antworten möchte, dann wird das Ganze hier zitiert. Das bedeutet, wir sehen jetzt hier, was geschrieben wurde. Darauf kann ich dann Bezug nehmen, beispielsweise. Oder aber, ich breche das einmal kurz ab. Wenn ich jetzt dem Kunden antworten möchte, das ist jetzt bei dem Artikel ein schlechtes Beispiel, ich nehme jetzt mal den ursprünglichen Artikel, dann eben habe ich hier die Möglichkeit zu sagen, antworten via E-Mail. Und das ist eben der Weg, den Sie gehen sollten, wenn Sie mit dem Kunden kommunizieren möchten. Das heißt eben nicht über die Ticketaktion, über eine ausgehende E-Mail, sondern hier über die Artikelaktion mit Antworten via E-Mail. So, und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, ihm, wie gesagt, eine Nachricht zu schreiben. Sie sehen, jetzt wurde auch automatisch der Call Customer als Kunde hinterlegt. Automatisch wird das, was er zuletzt geschrieben hat oder worauf wir uns beziehen, zitiert. Und das Ganze ist für den Kunden sichtbar. Das bedeutet hier auch als Haken entsprechend eben hinzugefügt. Können wir auch nicht rausnehmen, weil wenn wir natürlich eine E-Mail an den Kunden schreiben, ist die für den Kunden sichtbar. Das ist ja logisch. So, jetzt sagen wir an der Stelle vielleicht einmal, Dear Car Customer, thank you for your request, und schreiben ihm jetzt einmal, bitte aktualisieren Sie die Druckertreiber-Version. Die aktuellste Version ist die 5.1.28, sage ich jetzt einfach mal. Und füge das jetzt hier wieder hinzu. Verbuche natürlich meine Viertelstunde. So, und jetzt können wir eben auch sagen, beispielsweise, wir möchten diesen Artikel jetzt hier, weil wir sehr davon ausgehen, dass es das Problem löst, als einen wichtigen Artikel markieren. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, als wichtig kennzeichnen, erscheint hier so ein Blitzsymbol, was uns auch in der Artikelübersicht angezeigt wird. Das heißt, auch wenn ich den nochmal einklappe, Sie sehen jetzt hier entsprechend in der Artikelübersicht, es ist ein wichtiger Artikel. Und auch wenn wir eben ausgeklappt, in der ausgeklappten Ansicht sind, dass es sich hier um einen wichtigen Artikel handelt durch dieses Blitzsymbol. Das heißt, ein anderer Agent, der dieses Ticket öffnet und einfach nur sieht den Titel, Drucker funktioniert nicht mehr, dann sieht, hier gibt es einen wichtigen Artikel, den guckt er sich dann in der Regel als erstes an, weiß er auf einen Blick, aha, scheinbar hat es irgendwas mit der Druckertreiberversion zu tun. So, wir haben auch die Möglichkeit in diesem, wenn ich jetzt nochmal die Kommunikation kompakt einklappe, die wir ja aus alten Versionen kennen und diesen Kommunikationsfluss nutze, zum Beispiel zu sagen, ich möchte alles ausklappen. Jetzt sehen Sie, dass alle entsprechend dann ausgeklappt wurden und chronologisch man sich das detailliert anschauen kann. Genauso kann ich auch alle wieder einklappen, dann habe ich wieder die kompakte Kommunikationsflussübersicht. Auch hier wieder die Möglichkeit, entsprechende Filter zu nutzen oder auch eben zum Beispiel, ich möchte mir nur die internen Notizen anzeigen lassen, dann kann ich diese Filtervorlage auswählen und kriege jetzt nur die internen Artikel angezeigt, die entsprechend auch blau hinterlegt sind. Außerdem habe ich auch die Möglichkeit, hier wieder die Widget-Konfiguration zu öffnen. Das bedeutet, ich kann hier wie in jedem anderen Widget auch zum Beispiel sagen, wie soll dieses Widget benannt werden. Zum Beispiel könnte ich hier eben auch Widgets mehrfach hinzufügen, unterschiedlich benennen und dann auch mit unterschiedlichen Sortierreihenfolgen oder Filtern hinterlegen. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, das ist mein Kommunikationsfluss, zusammengeklappt,
könnte sagen, eben, dass es grundsätzlich standardmäßig ausgeklappt ist. Habe die Sortiermöglichkeit, das heißt, auch das ist neu. Wir haben die Möglichkeit, jedes Kriterium, das sich im entsprechenden Widget befindet, als Sortierkriterium zu nutzen, als auf- und absteigendes. Und auch über die Filtermöglichkeit eben dann zu sagen, zeig mir beispielsweise nur Kommunikationskanal E-Mail an. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel hingehen und sagen, ich möchte baue mir einen Kommunikationsfluss, den nenne ich Kommunikationsfluss E-Mail. Jetzt füge ich mir noch ein weiteres Widget hinzu, und zwar den Kommunikationsfluss. So, hier. Jetzt sage ich zum Beispiel, ich füge mir das hier hinzu als Kommunikationsfluss Telefon und filter dann hier entsprechend nur nach dem Kommunikationskanal Telefon. Also das heißt, das war ja das, was ich, worauf ich vorhin hinaus wollte. Sie haben die Möglichkeit, sich Widgets mehrfach hinzuzufügen und dann eben nur die Daten anzeigen zu lassen, je nach ausgewählten Filtern, die Sie im entsprechenden Widget haben möchten. Sei es eben beim Telefon oder in der E-Mail. Gut, ansonsten, ich klappe das Ganze hier auch nochmal ein. Wie gesagt, die Kommunikationskompakt kennen Sie aus alten Versionen, haben Sie halt jetzt die Möglichkeit, mit den ganzen Filterlisten da weiter zu bearbeiten, sowie eben auch hier zu sagen, welche Spalten sollen mir angezeigt werden. Sie können die umsortieren in der Reihenfolge, in der Sie die haben möchten. Oder auch, wenn Sie aus Versehen jetzt hier was gelöscht haben oder es ein bisschen falsch sortiert haben, kein Problem, hier unten links wieder die Zurücksetzen-Option, was uns die Möglichkeit gibt, das Widget an sich auf die Default-Einstellungen, also die Standardeinstellungen zurückzusetzen. Dann haben wir noch die Möglichkeit, beispielsweise hier in den Eigenschaften weitere Felder hinzuzufügen. Zum Beispiel habe ich ja eben den Typen ausgewählt. Da fällt mir jetzt auf, oh, den lasse ich mir ja standardmäßig gar nicht anzeigen. Auch das ist kein Problem. Ich scrolle in meiner Liste runter, nehme hier den Typ, hake ihn an und speichere das Ganze, sodass er hier jetzt auch angezeigt wird. Genauso funktioniert das natürlich auch mit dynamischen Feldern, das heißt Felder, die Sie zum System selbst zusätzlich hinzugefügt haben, die es standardmäßig nicht gibt in OTS. Die können Sie natürlich auch hier beispielsweise, aber auch an anderen Stellen anzeigen lassen. Person ist die Übersicht dann eben zu den Leuten, die am Ticket hinterlegt sind. Das ist in der Regel der Ticketersteller, der Besitzer und es kann auch ein Verantwortlicher sein. Das heißt, die Person, die entsprechend am Ticket als ja, Verantwortlicher hinterlegt wurde, ist dann zum Beispiel ein Manager oder wenn wir uns im Hinblick zum Beispiel auf eine Ausbildung einmal das Ganze anschauen. Dann kann das auch zum Beispiel ein Mentor sein, der den entsprechenden Auszubildenden einarbeitet. Die Kundeninformation hatte ich ja eben schon mal kurz gezeigt. Das heißt, was gibt es im Kunden Wissenswertes, was gibt es im Kunden Benutzer Wissenswertes und eben auch im Kunden an sich Statistikdaten sowie die Anhänge, die am Ticket hinterlegt wurden. Und damit würde ich jetzt auch schon zum Ende kommen meiner ersten Präsentation. Bis demnächst. Genau, vielen Dank für die Teilnahme heute und die Aufmerksamkeit.